Verhältnis zu Griechenland? Wie verhalten wir uns zu den von dort gestellten Reparationsforderungen, die ja sehr, sehr nachvollziehbar sind? Zunächst noch mal, Herr Schmidt-Gustavus, der Filmemacher selbst, Chrysantos Kostadinides, stammt ja aus Lyngiades selber. Er kommt von dort, ist dort also hineingeboren in die Geschichte. Sie selbst sind auch in die Geschichte hineingeboren, als Deutscher sozusagen. Aber wie sind Sie denn konkret nach Lyngiades gelangt, in den 80er Jahren, als Sie dann diese Kassettenaufnahmen gemacht haben? Naja, ich bin nach Lyngiades gekommen. Das war mehr oder weniger Zufall. Ich hatte einen griechischen Studenten, der dem ich geholfen habe bei seiner Arbeit und der sich bedanken wollte bei mir dafür, dass ich ihm da beim Deutschen ein bisschen nachgeholfen habe. Der hat, um sich zu bedanken, mir gesagt, ja, besuch mich doch in Griechenland. Und da bin ich nach Griechenland gefahren. Das war 1976. Da war gerade 2 Jahre früher die Junta gefallen. Vorher konnte man nicht nach Griechenland fahren als Tourist, das ging einfach nicht. Also ich war dann in Griechenland und habe da, weil ich kein Griechisch konnte, mir von dem griechischen Freund übersetzen lassen, was mir die alten Leute erzählt haben. Und das konnte ich nicht glauben, weil ich darüber nichts wusste. Das war in Deutschland sehr lange verdrängt, was da auf dem Balkan geschehen war. Ich habe also dann mich beurlauben lassen und habe beschlossen, Griechisch zu lernen, um diese Zeugnisse über die deutschen Verbrechen in Griechenland aufzubewahren. Wie das dann zustande gekommen ist, habt ihr in dem Film gesehen, da brauche ich nicht mehr zu sagen. Also das war der Anlass, wie ich da hingekommen bin, eher zufällig. Und natürlich hat man auch großes Glück gehabt, hier an der Prima Uni angefangen zu haben, denn ich weiß nicht, ob das an vielen anderen Universitäten auch möglich gewesen wäre, wahrscheinlich nicht. Die Dankbarkeit, die ich da für die Prima Uni und auch für die Kollegen, die das damals hingenommen haben, erfunden habe, ist sehr groß, immer noch. Und ja, und daraus ist dann auch dieser Film entstanden, weil der Regisseur, dessen Familie ja aus dem Dorf stammt, wie er gehört hat, mich gebeten hat, ihm die Kassetten, die ich damals aufgezeichnet habe, zu überlassen. Ich wusste gar nicht, dass er den Plan hat, einen Film zu machen, aber ich habe gesagt, natürlich, meine Bücher, also mein Buch, oder 5 Bücher über die deutschen Besatzungsverbrechen in Griechenland, die waren schon erschienen. Ich brauche die Kassetten nicht mehr, kannst du gerne haben. Und so ist diese Freundschaft und dieser Film entstanden. Ich will jetzt mal direkt auf Respekt für Griechenland zu sprechen kommen, Frau Schramm, weil wir auch nicht so viel Zeit haben leider heute Abend. Diese Frage steht dann wirklich stark im Raum. Wenn man den Film gesehen hat, wie kann man als Deutscher damit umgehen? Es wird der problematisierte Besuch von Gauck 2014, was ja sehr ambivalent aufgefasst wird im Dorf offenbar. Man sieht die älteren Menschen, die dann Gerechtigkeit, Gerechtigkeit rufen. Es gibt von der Regierung Tsipras, die ja nicht mehr im Amt ist, die diplomatische Note, wo Deutschland zu Verhandlungen über Reparationszahlungen aufgefordert wird. Da steht die Summe von, ich glaube, 280 Milliarden Euro im Raum, die der griechische Rechnungshof errechnet hat. Ihre Initiative Respekt für Griechenland sucht da einen speziellen Weg. Sie haben auch vorhin im Foyer schon Blätter verteilt, die gibt es draußen auch noch, wer noch keine Zeit hat, wo man sich da informieren kann, aber erzählen Sie uns doch bitte, was die Initiative möchte. Die Initiative möchte genau das, was wir hier machen, nämlich uns der Sache stellen, als allererstes. Wissen uns aneignen, was passiert ist, diese Schleier oder Halbwissen oder Verdrängungen oder Ausblendungen zu überwinden und dann gleichzeitig zu überlegen, was kann man heute noch machen nach den vielen Jahren, was auch angenommen wird,
Und so hat unsere Gruppe Respekt für Griechenland, die auch noch sehr viele andere Projekte macht mit griechischen Partnern und Solidaritätsarbeit und so weiter. Und auf Lesbos haben wir schon seit 5 Jahren ständig ein Team von 10 Leuten, die da mithelfen. Aber dieses Projekt, was relativ neu ist, scheint mir das Allerschwierigste zu sein, das wir haben. Denn die Forderungen, die aus Griechenland kommen, sind gut begründet, sie sind gut berechnet. Es gibt hier von dem Bremer Bürger Karl-Heinz Roth inzwischen 2 hervorragende Bücher, die gar keinen Zweifel mehr daran lassen, wie auch andere Publikationen inzwischen, dass die Ausplünderungen immens waren, dass die Verwüstung des Landes, die Zerstörung der Infrastruktur, die Aneignung von nicht nur Lebensmitteln und Tabak, sondern auch Industriegütern das Land ganz lange zurückgeworfen hat. Und die Nachkriegsprobleme Griechenlands sind in unterschiedlicher Form, ohne dass ich jetzt darauf eingehen kann, immer auch auf die deutsche Okkupation und die deutschen Verbrechen in dem Land zurückzuführen. Also vor dieser Frage standen wir und wir haben auch eigentlich fast 2 Jahre gebraucht, bis wir endlich dann was zu Papier bringen konnten, weil wir wissen oder weil wir fürchten, besser gesagt, dass die Reparationsforderungen, so wie sie vorgetragen sind und in der Höhe, immer auf taube Ohren stoßen, wenigstens bei der Bundesregierung in der jetzigen Form. Und aber auch bei ganz vielen Bürgern gehen die Schalosien runter und man will gar nichts mehr davon hören und nichts wahrhaben. Deshalb haben wir, wissend, dass es angreifbar ist, eine Kampagne gestartet, in der wir versuchen, verständlich zu machen, dass das Allerwichtigste ist, den Anfang zu finden. Bekanntlich verweigert sich die deutsche Regierung seit praktisch 1966 überhaupt noch weiter mit der griechischen Regierung zu reden. Und es gab ja jetzt eine Verbalnote, das heißt, die Forderungen wurden offiziell vorgetragen. Und da kam auch wieder die stereotype Antwort, alles erledigt, alles erledigt. Und das ist es eben nicht. Das ist es einfach gar nicht. Und dann haben wir 3 Forderungen erstmal, die uns vorrangig und vor allen Dingen zeitnah zu realisieren wären, aufgestellt, in der Hoffnung, damit einen Einstieg zu finden und weitere materielle Kompensationen und so weiter erreichen zu können. Eins ist die Rückzahlung des Zwangskredits. Viele im Raum werden wissen, das ist eine zentrale Forderung. Es handelt sich nicht um Reparationsleistungen, das ist ein Sondertatbestand. Im Einzelnen führe ich das jetzt nicht aus, das kann man in unserem Papier lesen, so ganz kurz eben. Das andere ist, der zweite Punkt, der in dem Film nicht Thema ist, es kann auch nicht immer alles gleichzeitig Thema sein, das ist völlig richtig. Also das handelt darum, dass die griechischen Juden, hauptsächlich in Thessaloniki, denn da war der Schwerpunkt, und es waren fast 60.000 deportiert und ermordet worden. Sehr, sehr wenige sind zurückgekommen. Und dass man dieses Thema auch nochmal aufgreift, da haben wir uns orientiert an 2 Forderungen der jüdischen Gemeinde in Thessaloniki, die damit aber auch für die anderen Gemeinden spricht, und haben dann letztlich entschieden, dass wir ein Lösegeld, das bezahlt wurde, damit von der jüdischen Gemeinde, damit die Söhne und Männer der Stadt wieder freikamen. Die mussten Zwangsarbeit machen zu ganz schrecklichen Bedingungen. Das Lösegeld wurde aufgebracht und dann wurden eben auch die sozusagen Freigekauften mit in den Tod geschickt, ein paar Monate später. Heute denke ich, dass aktueller und vielleicht hoffnungsvoller wäre, die Forderungen voranzubringen, dass die Fahrkarten bezahlt werden, die Fahrkarten nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager,
Die musste nämlich die jüdische Gemeinde selber aufbringen. Das war in allen Ländern ähnlich. Und da hat sich was entwickelt. Frankreich hat inzwischen zurückgezahlt. Und obwohl sie ja einen viel kleineren Part daran hatten, sie haben ja praktisch nur assistiert mit ihrer Bahn von Frankreich bis zur Grenze, oder ich weiß nicht so ganz genau, wie die Züge sich dann abgelöst haben. Aber Frankreich hat eine große Summe bezahlt. Und in den Niederlanden wurde beschlossen, dass es auch Entschädigungen gibt für die Personen und ihre Angehörigen, die damals diese Reise machen mussten. Und das ist so blamabel, denke ich, und so evident und auch so unausweichlich, dass man dieses Geld zurückerstattet, damit die jüdische Gemeinde sich weiter stärken kann, und hat vielfältige Pläne damit. Das sind die zwei Punkte, die die jüdische Geschichte, deutsch-jüdische Geschichte, deutsch-griechische Geschichte betrifft. Und dann ist uns ganz besonders wichtig die Entwicklung eines, sagen wir andersrum, ist uns ganz besonders wichtig für diese, es ist genannt ein Märtyrerdorf, aber auch für andere Opfergemeinden und für Regionen, die zerstört und wo viele Menschen ja auf eine Weise, die kaum zu fassen ist, umgebracht wurde, dass für diese Regionen nachholende Wiederaufbauhilfe geleistet wird, oder man kann auch sagen, dass es ein Fonds ist zur nachhaltigen Entwicklung dieser ländlichen Regionen. Das scheint uns eine heute angemessene Form zu sein, darauf zu reagieren. Und wichtig ist natürlich, und anders würde keiner dem zustimmen können, dass damit Dinge gemacht werden, die nachhaltig sind und die dem Gemeinwohl dienen, also auch den Menschen dienen, die damals nicht so betroffen waren, nicht so stark betroffen waren. Das sind die Forderungen. Und wer diese Papiere und die Forderungen dann noch gelesen hat, kann sehr, sehr gerne unterzeichnen, da ist angegeben, wie man das machen kann, dass er das unterstützt. Dies wiederum ist alles nur gedacht als Anfang, denn nachher müssen unbedingt große, große Summen transferiert werden. Denn es ist keine Frage, dass die Forderungen berechtigt sind. Darf ich noch was ergänzen? Ich möchte ergänzen, ich bin etwas skeptisch, ob diese wirklich sehr hohen Forderungen, die im Raum stehen, von der Bundesregierung jemals erfüllt werden. Das ist zu oft von Regierungssprechern auch kürzlich wieder für erledigt erklärt worden, alles schon erledigt, brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Wir müssen mal vielleicht kurz erklären, wie die offizielle Begründung der Bundesregierung lautet. Ja, also das ist seit der Londoner Schuldenkonferenz, steht das Thema ja im Raum. Das war 1953, da wurde eigentlich verabredet, dass die ganzen Kriegsschulden, die Deutschland zu leisten hat, für den auf die Zeit vertagt werden, wo ein Friedensvertrag geschlossen wird. Das war damals 1953 die Bedingung, unter der das alles zurückgestellt worden ist. Dann ist Kalter Krieg gewesen, dann war vom Friedensvertrag keine Rede, bis es dann schließlich 1991 zur Wiedervereinigung gekommen ist. Und wenn ihr mal in den Erinnerungen von Hans-Dietrich Genscher nachlest, der ja damals die wesentlichen Verhandlungen geführt hat, dann werdet ihr lesen können, wie stolz er darauf war, dass der 2+4-Vertrag nicht Friedensvertrag, sondern 2+4-Vertrag genannt worden ist. Und dann hat man auch damals schon, 1991, erklärt, ja, jetzt ist sowieso alles erledigt. Jetzt haben wir die EU und das sind alles Themen von gestern.
Gut, ich finde, das ist völkerrechtlich unhaltbar und da gibt es auch sehr viel qualifiziertere Juristen und Völkerrechtslehrer als mich, die das unterstreichen. Karl-Heinz Roth ist zwar auch kein Völkerrechtslehrer, aber er hat es mal alles auf den Punkt gebracht, was da alles im Raum steht. Und Andreas Fischer-Lescano, Kollege an der Bremer Uni, Völkerrechtslehrer, der ist auch einer der Befürworter, sondern der sagt, völkerrechtlich ist das alles nicht erledigt. Gut, aber das wollte ich nicht erzählen, ich wollte nur eine andere Sache sagen. Nämlich, es ist mir in Griechenland, als ich da vor 40 Jahren angefangen habe, diese Sachen zu recherchieren, von niemandem etwas von Entschädigungen und Wiedergutmachungen gesagt worden. Das war für die Opfer, mit denen ich gesprochen habe, kein Thema. Sondern was haben die gesagt? Ihr habt es auch im Film gesehen eben. Was Krieg bedeutet, was Frieden bedeutet, was Eintreten für den Frieden bedeutet, dass die Erinnerung nicht verloren geht, das war den Menschen wichtig. Und das ist auch für mich ein sehr entscheidendes Thema. Also Erinnerung. Und deshalb, ich darf das ergänzen, war ich mit Hilde vor 14 Tagen in Lindiades. Und da ist eins von diesen Projekten in Arbeit, von denen sie vorhin gesprochen hat. Wahrung der Erinnerung, Entwicklung der unterentwickelten Zonen, Photovoltaik und so weiter, was da über alles gemacht werden kann, das kann sie aber selber besser noch erläutern. Und in Lindiades, was soll in Lindiades passieren? In Lindiades soll in der Schule, die ihr auch auf den Bildern gesehen habt, das Schulgebäude ist ja erhalten geblieben, also ein historisches Gebäude neben der Kirche, da soll ein Museum eingerichtet werden. Da soll ein Museum eingerichtet werden, was diese Erinnerung, die den Menschen und ihren Nachkommen, ihren Kindern und Kindeskindern wichtig ist. Ihr habt es im Film gesehen, die haben das sehr deutlich gesagt. Die Erinnerung soll bewahrt bleiben. Und in Lindiades soll dieses Museum diese Erinnerung wachhalten. Was Christoph ganz richtig gesagt hat, es ist aus unserer Perspektive ein kleiner zivilgesellschaftlicher Vorlauf, dass man nicht wartet, bis die Bundesregierung irgendwann dann doch mal einen Fonds einrichtet. Da bemühen wir uns auf anderer Stelle auch, also über die Parteien. Und gut, die Grünen sind nicht hoffnungslos an dem Punkt, dass sie tatsächlich Anträge da machen und die Linken haben schon einen Antrag gemacht. Also ich meine, dass sich da ein bisschen was bewegt, ist nicht ganz ausgeschlossen, weil die Diskrepanz zwischen diesen Entschuldigungen und Versöhnungsgästen, die die Politiker ja heute äußern und bei jedem Gedenkfeiern, und die reale Unterfütterung dieser Bekundung mit Unterstützung, da wo sie eben gebraucht wird, und aber auch Anerkennung, das ist ganz wichtig, der Zerstörungen und der Verbrechen, dann ist es auch aus meiner Sicht nicht mehr so entscheidend, ob man das Reparation nennt oder Kompensation nennt. Also man muss vielleicht den Hügel überwinden fürs Erste, das versuchen wir auch, indem wir sagen, die Reparationsfrage, die lassen wir liegen, unabhängig davon, ob es jemals diese erfüllt werden wird, wollen wir jetzt, dass was passiert. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, als manche andere haben. Die sagen entweder alles oder nichts. Wir sagen, wir fangen an, zivilgesellschaftlich. Als nächstes sollen dann größere Summen in größere Projekte gesteckt werden. Und immer, das ist ganz wichtig, wir wurden gefragt, also die kamen auf uns zu, die hatten von uns gehört. Der Sprecher des Kulturvereins, der war in Berlin und der kam auf uns zu. Das war schon das zweite Mal, dass er auf uns zukam. Und sie wollen das Museum. Und dann gab es Versammlungen und dann gab es nochmal eine Versammlung und dann gab es Beschluss. Da haben die Dorfbewohner tatsächlich dann mit 38-6 Stimmen dafür gestimmt. Also das Dorf ist ziemlich klein, muss man wissen. Es waren schon offenbar eine große Beteiligung. Das ist genau das, was wir auch erwünscht haben. Aber man kann es überhaupt nicht, man kann es sich wünschen, aber man kann es ja gar nicht forcieren. Aber das hat da auch dank der Türöffner
Möglichkeit, wie Christoph hatte, auch zu anderen Personen sehr gut geklappt. An anderen Orten klappt es auch. Aber das sind nur ganz kleine Sachen. Und das kann ja gar nicht mehr sein. Aber das soll anregen, andere das auch ähnlich zu machen, okay. Aber es soll auch anregen, die Politiker, dass sie dann einsteigen und in größerem Rahmen das fortsetzen. In mehreren Stufen aus meiner Sicht. Das kann ich aber jetzt alles gar nicht hier ausbreiten. Ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, wenn die Zivilgesellschaft sichtbar aktiv wird, durch solche Dinge wie dieses Museum zu unterstützen, wie dieses Programm für den ländlichen Raum, für die sogenannten Märtyrerdörfer, für andere Projekte, dass dann eine Dynamik entsteht, die auch die staatliche Seite, also unsere staatliche Seite, die Bundesregierung unter Zugzwang bringen könnte. Natürlich will man das. Aber es ist ja auch so, es wollen wirklich viele im Moment vom Staat nichts haben, weil sie Angst haben, sie werden mit was Kleinem abgespeist und dann kommt nichts mehr. Und das ist eine reale Gefahr. Also da muss man schon sehr mehrgleisig vorgehen, das nur. Aber gleichzeitig meine ich, es ist natürlich auch ein guter Weg für uns, auch als Gruppe. Wir waren genau in der Situation wie andere möglicherweise auch, dass wir sehr wenig wussten. Ja? Und man lernt dann selber, indem man handelt, ja ungeheuer viel und macht neue Erfahrungen. Das ist für einen selbst auch ein ganz großes Geschenk. Für mich hat der 3. Oktober natürlich eine neue Bedeutung bekommen. Das ist eine der vielen Sachen, die ich gelernt habe. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie uns den Film mitgebracht haben und jetzt hier für das Gespräch zur Verfügung standen. Ja.